Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Heute zu Gast Nicole Ebber und Cornelius Kibelka von Wikimedia Deutschland. Hallo nach Neukölln. Hallo. Und hallo Sebastian. Ja, stellt euch doch mal vor. Ich bin Nicole Ebber, ich bin die Referentin für internationale Beziehungen bei Wikimedia Deutschland. Arbeite seit 2010 beim Verein und gestalte unsere Kommunikation und Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen im Wikimedia Movement. Mein Name ist Cornelius Kibelka. Ich unterstütze Nicole bei ihren Aufgaben in meiner Funktion. Ich habe einen Titel, der heißt Program and Engagement Coordinator für die Wikimedia Conference. Und ich arbeite, mein erstes Praktikum bei Wikimedia Deutschland habe ich im Sommer 2009 gemacht und ich habe bin jetzt angestellt seit April 2015. Cornelius, du bist auch Wikipedia-Autor, ne? Ja, ich bin auch Wikipedianer, Wikipedia-Autor seit März 2004. Genau. Das ist schon eine ganze Weile. Das ist schon eine ganz schöne Weile, ja. Das hat mich immer begleitet in meiner Jugend und ja, fast mein halbes Leben schon, ja. Ja, schön, dass du das dem Umfeld auch zum Beruf machen konntest. Du hast gerade die Wikimedia-Konferenz schon erwähnt. Die steht ja jetzt auch wieder an. Die Planungen haben begonnen, wenn ich das richtig gesehen habe. Erzähl doch mal, was das ist. Also auch für die Hörerinnen und Hörer, die sich das vielleicht nicht so bewusst sind. Also Wikimedia Deutschland fungiert so ein bisschen so wie so ein Förderverein für die Wikipedia in Deutschland und die Schwesterprojekte der Wikipedia. Und es gibt 110 solcher Organisationen auf der ganzen Welt, größere und kleinere. Und diese Organisationen treffen sich einmal im Jahr zu einer Konferenz, wo sich diese Organisationen strategisch und politisch beraten. Und auf dieser Konferenz treffen sich also diese Organisationen und die Wikimedia Foundation und ihre ehrenamtlichen Komitees, die es noch dazu gibt, treffen sich für 3 Tage. Dort auf dieser Konferenz und es geht also auch um Diskussionen, um politische und strategische Diskussionen, aber es geht auch ganz viel um gemeinsam voneinander lernen und wie kann man Dinge, die zum Beispiel in einem Land gut funktionieren oder in einer Community gut funktionieren, wie kann man die zum Beispiel übertragen, damit man das Rad nicht immer wieder neu erfindet, sondern auch bewährtes auch woanders einsetzt. Das ist so mit das Hauptziel dieser Konferenz. Du hast jetzt auch gerade Organisationen gesagt. Das heißt, es gibt nicht nur die Chapter. Es gibt nicht nur die Chapter. Also ursprünglich war das Konzept so, dass es nur Chapter gibt. Also sowas wie eine Ländersektion könnte man ungefähr übersetzen. Es gibt 41 Chapter auf die vertreten Wikimedia auf Länderebene. Und dann gibt es noch sogenannte thematische Organisationen, das heißt, die tatsächlich genauso wie Ländersektionen formal registrierte NGOs, also Organisationen sein müssen, aber thematische Organisationen fokussieren sich nicht auf ein Land, sondern tatsächlich auf ein Thema. Bisher gibt es aber nur eine thematische Organisation, das ist Amical, die arbeitet oder die fokussiert sich auf die katalanische Sprache und Kultur. Und das dritte Konzept für Wikimedia-Organisationen und Gruppen sind die sogenannten User Groups. Man könnte das mit Nutzergruppen auf Deutsch übersetzen. Und es sind eher losere Gruppen, die sich einfach zusammentun und zusammen etwas für Wikimedia oder die Schwesterprojekte machen. Und die müssen nicht formal registriert sein. Es kann einfach ein Kreis von Freunden sein oder ja, in der Stadt, oder die wollen zusammen an einem Thema arbeiten. Genau, davon gibt es inzwischen viele, gut 60, ne? Ja, so in dem Dreh. Und dann hast du noch was von Gremien gesagt, ehrenamtliches. Mir fällt nur das FTC jetzt ein. Genau, also auf der zur Wikimedia Conference werden auch bestimmte Gremien oder Komitees eingeladen. Das ist einmal das Funds Dissemination Committee. Das ist das sogenannte Spendenverteilungskomitee. Also diese Chapter können einen Jahresplanförderungsantrag, heißt es auf Deutsch, also Annual Plan Grant, einreichen. Und diese Komitees erarbeiten dann Empfehlungen für das Board of Trustees, für das Kuratorium der Wikimedia Foundation, die dann darüber über diese Empfehlung entscheiden. Also so, wie gesagt, Spendenverteilungskomitee.
Und dann gibt es noch das sogenannte Affiliations Committee oder AFCOM, und das begleitet Wikimedia-Organisationen und Gruppen auf dem Weg zu ihrer Anerkennung durch die Wikimedia Foundation. Die sind so quasi Unterstützer, Ideengeber und Helfer in jeder Notlage, sozusagen am Anfang des langen Weges einer Wikimedia-Organisation. Mhm. Und dann kommen von jeder Organisation und so, da kommen immer ein, zwei Vertreter. Ja, das hängt immer von der Größe der Organisation ab, aber da kommen zwischen ein bis drei Vertreter. Wenn die mit zum Beispiel Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben, dann können sie einen mehr schicken oder so. Das hängt immer ab, das ändert sich aber auch von Jahr zu Jahr. Hm. Und die findet die ausschließlich in Berlin statt, die Konferenz? De facto ja, also das ist aber nicht so geplant, ursprünglich nicht so geplant gewesen. Also es war, die allererste fand in... Genau, 2008 in den Niederlanden fand die allererste statt, und dann fand sie in den darauffolgenden Jahren immer in Berlin statt. Durch Nicole hat auch mehrere organisiert, bereits 2010 ab da an. Und dann war ursprünglich geplant, die so zu rotieren zu lassen. Das hat nicht ganz geklappt, und dann haben wir den Vorschlag gemacht, okay. Die Diskussionen beliefen sich einfach jedes Jahr darauf, dass wie ist die Logistik und wer macht es jetzt, anstatt tatsächlich mehr über die Inhalte und die Programmatik dieser Konferenz zu diskutieren. Dann haben wir den Vorschlag gemacht, okay, liebes Movement, liebe Wikimedianer, unser Vorschlag ist, wir machen das für 3 Jahre lang. Wir denken uns ein Konzept für diese Konferenz aus, planen Programm und Logistik über 3 Jahre hinweg, so dass wir diese ganze Logistik also schon mal geklärt haben, und wir können uns tatsächlich auf die inhaltlichen Fragen fokussieren. Deswegen haben wir 2015, 2016 und 2017 wieder hintereinander sozusagen das in Berlin organisiert. Hm. Was passiert denn auf dieser Konferenz? Das ändert sich von, also wie gesagt, man arbeitet zusammen, man diskutiert zusammen, man lernt voneinander und inspiriert sich mit Ideen und neuen Projekten, und man versucht, also es ist auch eine Plattform, um neue Kollaboration oder Kooperation zwischen Wikimedia-Organisationen zustande zu bringen. Also da treffen sich die auch ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch ganz viele der ehrenamtlichen Vorstände, die sehr viel Projektarbeit, so diese größeren Projekte machen, und da kommen oft diese Kooperationen zustande. Das ist so der eine Teil, und da gibt es natürlich ein Programm, das Nicole und ich gemeinsam auf Grundlage der Wünsche, Bedürfnisse und Erfahrungen der Teilnehmer erstellen. Das heißt, jetzt in 2016, im Jahr 2016, bei der 2016er Konferenz, haben wir über so ein bisschen über die Situation bei der Wikimedia Foundation geredet und wie kann man von dort aus jetzt nicht nach hinten schauen, sondern quasi nach vorne. Wie kann man das gemeinsam lösen, oder wie kann man gemeinsam da was Besseres schaffen, gemeinsam mit der Wikimedia Foundation, die ja Anfang des Jahres, wie soll man sagen, vielleicht etwas im Straucheln war. Und dann war das zweite Thema Movement Impact. Das ist also, was haben wir für eine Wirkung, was für eine Wirkung wollen Wikimedia-Organisationen eigentlich erreichen? Wollen wir eigentlich nicht alle die Gesellschaft positiv verändern, damit sie also freies Wissen für Zugang zu freiem Wissen für alle Menschen schaffen? Ist das nicht eigentlich unser Ziel? Und wie setzen wir das um? Das war das zweite Schwerpunkt. Und der dritte Schwerpunkt war tatsächlich Lernen und voneinander lernen. Also es geht ganz viel um praktische Arbeit, wie Use Cases werden vorgestellt, ja, oder? Genau. Das ist Social Media, oder wie mache ich eine Glam-Partnerschaft oder so. Das geht tatsächlich sehr ans Eingemachte in diesem dritten Schwerpunkt. Sind das immer dieselben Leute, die da kommen? Ich würde sagen, es ist ungefähr immer die Hälfte der Teilnehmer war noch nie auf dieser Konferenz vorher. Mhm. Ich finde ja immer den Teil schön, die abendlichen Begegnungen, wo man dann auch einfach so dazu stoßen kann. Da war ich jetzt schon ein paar Mal dabei, und es ist wirklich sehr inspirierend, halt wirklich aus aller Herren Länder da Leute zu sehen, die da fröhlich zusammensitzen und schwatzen. Also immer großartig. Was ist denn der Unterschied der Wikimedia-Konferenz zur Wikimania? Vielleicht kann das Nicole erzählen, sagen.
Bei der Wikimedia Conference, wie Cornelius ja gerade so schön auch erzählt und berichtet hat, treffen sich tatsächlich die Vertreterinnen und Vertreter von den Wikimedia-Organisationen, also von den Chaptern, von der Foundation und aus den Komitees. Und die Wikimania ist ja viel größer und breiter angelegt. Da trifft sich tatsächlich die Community, also der Teil auch der Community, der aktiv ist in den Wikimedia-Projekten. Da gibt es natürlich viele Überschneidungen, also sehr viele Leute aus den Organisationen bezeichnen sich ja auch als Wikipedianer und sind aktiv in den Projekten, sind aber bei der Conference in ihrer Rolle als entweder Mitglied des Präsidiums, des Boards oder eben als Angestellte. Und bei der Wikimania ist es eben viel breiter gefächert, viel bunter. Da kommen auch viele Leute, die zum Beispiel anderen Movements oder Non-Profits angehören. Wir haben von Creative Commons, von Mozilla und so weiter Leute da. Also das ist eine viel größere und auch diversere Konferenz. Also da trifft sich tatsächlich einmal im Jahr das Movement bei der Wikimania, das Gesamte in allen seinen Facetten oder zumindest ein Großteil des Movements. Während bei der Wikimedia Conference ist das tatsächlich nur die Organisation. Das ist ja nur ein Teil des Movements. Ach so. Und bei der Wikimania, da sind es etwa 1000 Leute, die da hinkommen. Wie viel sind es bei der Wikimedia Conference? Ungefähr 200 haben wir ungefähr im Jahr. Ja. Und da sind schon andere Themen. Ich erinnere mich, Nicole, dass du auf der Wikimania, ich glaube auch zusammen mit Cornelius, immer so die besten Projekte aus dem Movement vorstellt. Das speist sich vermutlich dann auch daraus, ne, aus der Wikimedia-Konferenz. Ja, also ich glaube, du sprichst jetzt gerade an auf die Präsentation, die ich mit Lodewijk in Hongkong gehalten habe. Da ging es tatsächlich um die Vorstellung der coolsten Projekte aus dem Wikimedia-Universum. Ja. Und das ist ein Vortrag, den es eigentlich bei jeder Wikimania gibt, der immer auch von unterschiedlichen Leuten vorbereitet und gehalten wird. Da sammelt man im Vorfeld von allen Organisationen die können dann selber ihre coolsten Projekte sozusagen einreichen. Und dann wird daraus eine Auswahl getroffen und die werden dann vorgestellt auf der Wikimania, um einfach auch so die ganze Diversität dieses Movements zu präsentieren und vor allen Dingen zu inspirieren, ne? Also dass Organisationen sehen, wie viele coole Dinge eigentlich im Movement so gemacht werden und dass man sich überlegt, okay, das wäre auch eine gute Idee für uns, lass uns die doch auch mal hier kopieren. Und jetzt haben wir direkt die Person, die das in ihrem Land gemacht hat, vor Ort und können uns direkt dazu austauschen und da zusammenarbeiten. Genau, aber eine Verbindung zur Wikimedia Conference gibt es da eigentlich nicht. Nee. Das ist einfach unabhängig voneinander. Ah ja, okay. Ich dachte, ja, okay. Dieses Bedürfnis ist auf jeden Fall da. Ich habe das gemerkt, als ich mit Nikola Kaltschew sprach, der in der bulgarischen Wikipedia aktiv ist und von diesen 100 Wikidays erzählte, von der osteuropäischen Konferenz CEE war das. Und da sind mehrere Deutsche drauf angesprungen. Du auch, Cornelius, oder? Du meinst auch auf 100 Wikidays auf die Herausforderung. Da, genau, ja. Super. Genau, Achim Raschka ja auch. Also da sind dann gleich mehrere angesprungen. Also diese, was passiert in anderen Chaptern, in anderen Organisationen, in anderen Wikipedien, ist ein sehr interessantes und nachgefragtes Thema auf jeden Fall. Also toll, dass ihr das da macht. Ja. Was, ihr seid ja beide jetzt festangestellt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, Cornelius, du kümmerst dich hauptsächlich um die Wikimedia-Konferenz. Ja. Es reicht aus. Und kannst du beschreiben, Nicole, was du machst? Was alles dazugehört, was du tust? Also wie ist dein Titel? Stabsstelle Internationales. Nee, mein Titel ist Referentin für internationale Beziehungen. Mhm. Und ich bin eben Referentin des Vorstandes und da die Beraterin für alle Themen, die unser internationales Movement betreffen. Also die Zusammenarbeit mit der Wikimedia Foundation, der Austausch mit den anderen Organisationen, unsere Positionierung in movement-relevanten Prozessen und Entscheidungen. Ja. Entschuldigung, wenn ich so naiv frage, aber ich habe mit so einer Funktion noch nicht viel zu tun. Also eine Referentin heißt, du bist die Auskennerin in dem Thema, du hältst da die Kontakte aufrecht und hilfst so dem Vorstand dann Informationen zu kriegen und Entscheidungen zu treffen. Also man könnte auch sagen, ich bin die Außenministerin für Wikipedia Deutschland und halte eben
nicht nur den Vorstand, aber der ist natürlich einer meiner Hauptansprechpartner, auf dem Laufenden, was international passiert, weise darauf hin, wo sind irgendwie gerade Themen, da sollten wir uns selber auch eine Position und eine Haltung zu entwickeln. Und dann geht es über die Zusammenarbeit mit dem Vorstand natürlich auch noch hinaus. Ich arbeite auch mit dem Präsidium zusammen und kann dort auch beratend tätig werden. Und natürlich ganz eng auch mit dem Kollegium, weil es mir immer wieder darum geht, zu vermitteln, dass wir als Wikimedia Deutschland Teil sind eines internationalen Netzwerks an Wikimedia-Organisationen und dass alles, was wir bei Wikimedia Deutschland machen, nur weil jetzt Deutschland im Namen ist, nicht heißt, es bezieht sich nur auf Deutschland, sondern wir haben alle unsere Entscheidungen und Projekte haben auch eine internationale Dimension. Ne? Und das bedeutet zum Beispiel, erstmal schauen wir, wenn wir irgendwie eine Idee haben, dass man guckt, hat im Movement schon mal jemand an so einem ähnlichen Projekt gearbeitet? Sind da vielleicht Leute, von denen wir lernen können oder mit denen wir uns zusammenschließen können und gemeinschaftlich in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit diese Ziele weiter voranbringen können? Das ist der eine Part. Und der andere ist natürlich auch, wie können wir unser ganzes Wissen und unsere Erfahrungen mit dem Movement teilen? Ich würde jetzt Wikimedia Deutschland schon so als eine der privilegierteren Organisationen im Movement beschreiben. Wir sind die Ältesten, die Größten und wir haben auch mehr Geld als die anderen Chapter und haben damit auch irgendwie so eine gewisse Verantwortung aus meiner Sicht, dem Movement gegenüber Dinge zu teilen, Dinge mit dem Movement zu teilen, die wir erfahren und gemacht haben. Genau. Und dabei ist aber auch wiederum wichtig, nur weil wir jetzt irgendwie so groß und schon so alt sind, haben wir nicht die Weisheit, alle Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern sollen uns auch immer wieder inspirieren lassen davon, was andere machen, die vielleicht gerade in dem Moment viel kreativer oder experimentierfreudiger sind als wir. Und deswegen geht dieser Austausch eigentlich ganz gut in beide Richtungen. Wo wir gerade vom Geld sprechen, so ein bisschen abschweifen, kann man sich ja mal erlauben. Ich finde es immer schwierig, wenn gesagt wird, Wikimedia Deutschland hat so viel Geld. Ich meine, es ist ja auch alles viel teurer als anderswo. Hebt sich das nicht auf? Also ist das jetzt nur mein Eindruck? Oder haben wir auch darüber hinaus viel mehr Geld als andere Chapter oder andere Organisationen? Ich meine, dann Bahnfahrt und Hotel ist halt in Deutschland viel teurer als in Polen oder so, ja? Ja, in puncto Ausgaben vielleicht, aber es geht nicht nur darum, in puncto, was wir ausgeben, was für unser Budget ist, sondern auch, dass wir, was wir an Geld einnehmen sozusagen. Ne? Also du weißt, dass im Wikimedia Movement gibt es nur drei Organisationen, die dieses Fundraising über diese Banner machen. Und das ist die Wikimedia Foundation für fast die gesamte Welt und dann Wikimedia Schweiz und Wikimedia Deutschland. Und wir sammeln halt Geld ein und geben den Großteil davon an die Wikimedia Foundation zurück, damit sie das global verteilt, sozusagen. Also Deutschland ist ein sehr reiches Land, das in dem Menschen, in dem es eine Kultur des Spendens gibt. Und das heißt, in anderen Ländern gibt es das nicht, aber in anderen Ländern braucht man vielleicht noch viel mehr, muss man noch viel mehr für Freiwillige und Wikipedia tun und vielleicht ist da die Bedeutung von Wissen und vor allem Zugang zu Wissen und vor allem freies Wissen noch eine viel größere Bedeutung, als es das vielleicht in Deutschland hat. Und deswegen geben wir als privilegierte Organisation auch Geld natürlich an die Foundation zurück, damit sie das besser verteilen kann, als wir das tun in Deutschland. Wenn du sagst, es hat da eine größere Bedeutung, das heißt, dass dort der Gedanke freien Wissens noch unterentwickelt ist und das heißt, du musst dir vorstellen, in Deutschland kann jeder, der möchte, in eine Schule gehen und das öffentliche Schulsystem ist gut, so, Punkt. Während in anderen Ländern der Welt ist Bildung privatisiert, das heißt, öffentliche Schulen sind nicht gut und man muss, damit man überhaupt irgendwas erreicht, eigentlich Privatschulen bezahlen und es gibt keinen Zugang zu Bibliotheken, wenn es überhaupt Bibliotheken gibt und Internet ist für viele Menschen nicht erreichbar. Das heißt, Wissen ist nicht in der Form omnipräsent, wie es das in Deutschland ist. Also in Deutschland kannst du jederzeit Wissen bekommen. Das heißt, Wikipedia bedeutet in Deutschland oder Wikipedia oder freies Wissen bedeutet in Deutschland auch was ganz anderes, als es das in Argentinien, Mexiko oder Nigeria ist. Weißt du? Unbedingt. Wenn mein Sohn früh nicht raus will und Schule ist doof sagt, dann erinnere ich immer an so Dokumentarfilme, die wir gesehen haben, wo Kinder halt 3 Stunden zu Fuß unterwegs sind, um zur Schule gehen zu können.
Genau. Also. Das ist ja das Einfache. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch den Aspekt, dass wir hier in Deutschland eben privilegiert sind. Wir haben ein sehr gut ausgebautes Internet, Bibliothekswesen, Bildungswesen. Und wir können halt Sachen machen, die darauf fußen und können die dann weitergeben. Also es ist immer so das Beispiel, wir können entweder Malaria-Netze spenden oder wir können an einem Impfstoff forschen. Versteht ihr, was ich meine? Nee. Also wir können hier mit freiem Wissen schon agieren, wir können damit umgehen, wir können kämpfen dafür, dass die Gesetze geändert werden, während anderswo erstmal überhaupt der Zugang zu Büchern hergestellt werden muss. Ja, auch. Es geht nicht nur darum, was du zur Verfügung hast im Sinne von Zugang zu Wissen, es geht auch darum, in Deutschland oder in der westlichen Welt, vor allem in Nordamerika und in Europa, gibt es eine Kultur der Ehrenamtlichkeit. Das heißt, es ist positiv, gesellschaftlich positiv angesehen, dass du ein Ehrenamt hast. In Deutschland ist ein Drittel der gesamten Bevölkerung ehrenamtlich aktiv. Das heißt, es ist gut angesehen und es ist quasi schon eine Selbstverständlichkeit, ehrenamtlich aktiv zu sein. Dass andere Länder haben keine Freiwilligenkultur. Da wird man groß angeschaut, wenn man sagt, man macht kostenlos irgendwas für ein Internetprojekt, weil alle werden sagen, du verdienst damit kein Geld. Was bringt dir das denn, weißt du? Das heißt, es geht. Also die Problematik ist relativ vielschichtig und trotzdem braucht, also wir können ja nicht Wikipedia einfach jetzt nach, also eine deutschsprachige Wikipedia auch übersetzen und sagen, hey, wir übersetzen sie in Yoruba, in eine koreanische Sprache, übersetzen sie einfach und dann ist sie da. Das ist ja der Sinn der Wikipedia, ist auch, dass lokales Wissen gesammelt wird und das lokal, also Menschen aus dem Land, aus ihrer Kultur, die Wikipedia schreiben. Das heißt, man muss Menschen befähigen, in die Position versetzen, dass sie dazu bereit sind oder dass sie fähig dazu sind, Wissen aufzuschreiben. Und das klingt nicht nur kompliziert, das ist noch wesentlich komplizierter, als es klingt, glaube ich. Also ja, ich verstehe dich völlig. Und da kann man, Wikipedia per se ist einfach im Westen erfunden und man muss da manchmal vielleicht auch neue Wege gehen und drüber nachdenken, wie man da eigentlich das gesamte Wissen der gesamten Menschheit sammelt, weil das ist unser Ziel. Ja, es ist ja auch in Deutschland, Westeuropa, Nordamerika eben so gut wie unbekannt, dass die Wikipedia ein Projekt zur Erstellung einer Enzyklopädie ist. Das heißt, das, was am meisten bekannt ist, nämlich diese gegenwärtige Enzyklopädie, ist quasi nur ein Abfallprodukt. Das Eigentliche ist das Projekt. Und ich, wenn ich es richtig verstehe, ist euer Job, dieses Projekt bekannt zu machen und zu verbreiten. Ja, auch, würde ich jetzt mal sagen. Unser Job ist es, das zu sagen, wir haben ein Netzwerk von Organisationen, die sich für freies Wissen in der Gesellschaft einsetzen. Und wie können wir zusammenarbeiten als Organisation, die sich für dieses Ziel einsetzen? Also wir sind halt auf der Metaebene, ne? Ja. Wir schreiben keine Artikel in unserer Arbeitszeit. Wir dürfen das auch nicht, sondern wir tun unser Bestes, damit diese Organisationen das besser machen als bisher. Ja. Und unsere Arbeit, speziell auch im internationalen Bereich, ist wirklich sehr fokussiert auf diese, wie Cornelius sagte, auf die organisationelle Ebene. Also wir arbeiten mit den Chaptern zusammen, mit der Foundation. Wir arbeiten aber nicht jetzt mit allen Sprachcommunities zum Beispiel zusammen und machen mit denen Projekte, sondern wenn, dann sind unsere Eintrittspunkte zu anderen Ländern eben immer die jeweiligen Organisationen. Gut, kannst du da ein Beispiel sagen, damit man sich das vorstellen kann, was ihr da macht? Habt ihr in letzter Zeit mit einem Chapter irgendwie zusammengearbeitet und da geholfen, die Organisation? Wir arbeiten konstant mit Chapter zusammen. Ich denke gerade drüber nach, ob wir dir ein Beispiel geben können. Also, okay, ich kann dir ein Beispiel geben, das ist vielleicht nicht so super, aber es geht darum, also Wikimedia Deutschland hat sich für 2016 und hat auch 2017 entschieden, dass die Gewinnung von neuen Autorinnen und Autoren einer unserer Schwerpunkte ist. Klingt ja profan, ist es aber überhaupt nicht. Und es ist wir als zwei Menschen, die das Wikimedia Movement seit einer Weile begleiten, sehen es als quasi den heiligen Gral des Wikimedia Movements. Und hat bisher noch niemand rausgefunden, wie man eigentlich neue Autorinnen und Autoren also strukturiert gewinnt, vielleicht auch größer skalierend. Also es geht nicht darum, nur Workshops zu geben und dann ein oder zwei Mitarbeiter jeweils zu gewinnen, sondern wie kann man das großflächig, wie kann man das strukturiert machen.
Und das heißt, also als das Projekt angestoßen wurde, haben wir das Projekt zum Beispiel, also das Projekt unserer Kolleginnen und Kollegen beraten, hey, ihr wisst sehr genau, das ist, andere Organisationen haben sich damit auch schon beschäftigt. Niemand ist bisher erfolgreich, aber wir haben diese Menschen zum Beispiel, unsere Kollegen mit denen connected und sagt, hey, rede mit denen in der Foundation oder rede mit diesem Team in der Foundation oder rede mit diesem Chapter. Die haben diese Erfahrung auch schon gemacht und die können dir über diese Einzelfallstudie, über diese Initiative, die sie schon gemacht haben, was erzählen. Das heißt, also zum Beispiel, Wikilos Monuments ist großartig im Gewinnen von neuen Mitarbeitenden. Also die Neuanmelderate bei Wikilos Monuments ist gigantisch. Das Problem ist aber, jedes Mal danach werden sie alle inaktiv, weil sie immer nur für diesen Fotowettbewerb aktiv werden. Das ist zum Beispiel schon Wissen, Wikilos Monuments funktioniert auch ganz stark über Banner, ne? Das heißt, Banner ist ein Weg, wie man zum Beispiel Menschen anscheinend gut ansprechen kann. Und auf diesen einzelnen Erfahrungen versuchen unsere drei Kolleginnen und Kollegen darauf aufzubauen sozusagen und ihr Projekt zu verbessern. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kompliziert, ein bisschen meta, aber so ungefähr funktioniert unsere Arbeit. Wir verbinden die ganze Zeit nur Menschen mit anderen Menschen. Also wir schreiben vor allem E-Mails, wenn du das so wissen möchtest. Wir schreiben E-Mails und wir machen sehr viel Skypen oder Hangouten einfach sehr viel, um konstant Menschen in Verbindung zu bringen. Mhm. Gibt es da auch so schriftlichen Output? Schlägt sich das irgendwo auf im Meta-Wiki oder in Broschüren oder so nieder? Oder kann man das irgendwie nachvollziehen? Also ihr arbeitet da fleißig und es passiert auch viel, aber wird das... Also es gibt irgendwie so einen Platz, wo wir schreiben, wen wir jetzt schon connected haben und wer wie zusammenarbeitet oder welche Projekte daraus entstanden sind, weil das halt einfach alles dann Projekte sind, die in der Verantwortung unserer Kolleginnen und Kollegen liegen und einfach super breit verteilt sind und divers sind und da werden jetzt nicht irgendwie noch wir gecredited als diejenigen, die die Connection hergestellt haben. Mhm. Deswegen ist das sehr schwierig zu sagen, okay, gibt es irgendwie eine Übersicht über alle Projekte im Movement, wo Chapter zusammenarbeiten? Nein, gibt's nicht, würde ich sagen, sondern das ist halt immer wirklich sehr themen- und projektbezogen und da muss man sich dann eben durchwühlen. Ich meine, du kennst ja dieses Meta-Wiki selber, das Gedächtnis des Movements, aber auch so eine Art allwissende Müllhalter. da findet man halt nur Sachen, wenn dich jemand darauf hinweist. Da findet man sicherlich super viele dieser kollaborativen Projekte, aber keine strukturierte. Genau, aber zwischen was wir auch machen ist, wenn Kolleginnen und Kollegen zu anderen Konferenzen fahren, zu Wikimedia-Konferenzen, vor allem zur Wikimania, beraten wir sie auch immer und sagen, hey, beraten wir sie daran, mit wem sie sprechen sollten, was für einen Vortrag sie vielleicht halten könnten, was gute Themen sind. Dinge, die schon vorher passiert sind. Also wir sind große Freunde davon, zu sagen, hey, guck mal in das Programm der letztjährigen Wikimania und das davor vielleicht auch noch. Daran kannst du schon anknüpfen, auch mit deinem neuen Vortrag. Niemand sollte das Rad neu erfinden, gerade in einem Netzwerk, das sich vor allem um Wissen kümmert. Und eigentlich müssten wir groß daran sein, Wissen zu managen und also auch Wissen zu archivieren. Also ich will nicht sagen scheitern, aber das ist noch eine große Herausforderung, damit wir nicht immer konstant alles neu erfinden und das gleiche Projekt 10-mal auf der ganzen Welt machen. Hm. Meinst du jetzt das gesamte Movement? Ja, dass wir mit dem gesamten Movement. Ja, ne, durchsuche Meta öfter, gerade nach so Gesprächen mit Leuten. Ich spreche ja jetzt für meinen Podcast auch, oder ich suche mir Leute aus anderen Wikipedien oder anderen Chaptern auch, um zu erfahren, was dort passiert, weil es gibt eine Mailingliste, ne, Chaptersliste, wo so ein bisschen was durchkommt. Dann gibt es die Wikimedia Woche, für Deutschland, wo auch so Themen anspringen. Was gibt's noch für Orte, wo man sich über sowas informieren könnte? Was sind so Informationsquellen? Welchen Ort ich ja ganz schön finde, ist tatsächlich das Blog das internationale Movement Blog war früher das Blog der Wikimedia Foundation. Die haben es dann irgendwann geöffnet und gesagt, wir wollen eigentlich gar kein eigenes Blog haben. Wir wollen lieber einen Blog haben für das gesamte Movement, wo alle reinschreiben können. Hm. Jetzt kann man nämlich auch Meta die Artikel entwerfen. Dann hilft einem das Communications-Team der Foundation da ein bisschen dran
die fallen dann mit dir da ein bisschen dran rum und ziehen es sprachlich gerade. Und dann hast du echt schöne Berichte aus der ganzen Welt, die auch noch meistens mit hübschen Bildern versehen sind. Und du hast nicht irgendwie so eine Textwüste wie im Meta-Wiki, sondern wirklich schön aufbereitet, gut lesbar, unterhaltsam teilweise. Ja. Blogbeiträge im Movement. Wenn man, also du hast gerade schon diese Chapters-Mailing-Liste genannt, die würde ich völlig vernachlässigen, ehrlich gesagt, weil da passiert eigentlich fast nichts, außer der Wahlen für die Foundation-Board-Mitglieder durch die Chapter. Mhm. Ansonsten hat man sich tatsächlich, hat auch ein starker Wandel stattgefunden. Früher gab es noch mehr so von internen und geschlossenen Mailinglisten. Also es gab mal Internal L und dann eben diese Chapters-Liste, weil man immer Dinge eher im Verschlossenen da irgendwie diskutieren wollte oder nicht so transparent und nicht, dass alle das sehen sollen und so. Und mittlerweile ist man wirklich dazu übergegangen, größtenteils die Wikimedia L-Mailingliste zu benutzen. Darauf findet eigentlich alles statt, weil man einfach sagt, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt hier hinter verschlossenen Türen über Dinge zu reden. Weil ich halt eine sehr erfreuliche und gute Entwicklung finde. Deswegen Wikimedia L ist eine Liste, auf der einfach wirklich alles stattfindet. Mhm. Teilweise alles heißt dann auch wirklich alles, also es ist halt sehr, sehr viel los. Dann gibt es ja tatsächlich auch noch Facebook. Da gibt es so ein paar Gruppen, Wikipedia Weekly zum Beispiel, wo unterschiedliche Diskussionen stattfinden. Und was ich auch immer wieder überraschend finde, da finden wirklich auch Diskussionen auf den Benutzerseiten, wie sagt man, also auf den Profilen von einzelnen Wikimedianern, die auf Facebook aktiv sind, statt. Also da finden teilweise schon ausführlichere und intensivere Debatten statt als auf den Mailinglisten oder on Wiki, was ich persönlich irgendwie relativ bedenklich finde, weil wir eigentlich ja Transparenz und Offenheit quasi in unserer DNA haben und dann gehen wir irgendwie auf Facebook und diskutieren da irgendwie die Movement-relevanten Themen. Aber gut. Man kann ja auch nicht danach suchen in Facebook dann. Ja, man kann nicht danach suchen und man kriegt auch nicht alles mit und dann sind Leute irgendwie privilegiert, die mit bestimmten Leuten befreundet sind und so weiter. Also ich finde das eigentlich ein bisschen schwierig, aber natürlich klar, da kriegt man halt viele Informationen und wenn man mitreden will, dann kann man halt auch da mitreden. Wäre auch mein Thema, wir lösen das andere, die Gruppen. Ich fürchte, die Antwort wird überall Facebook sein. Ja und nein. Also zum Beispiel Open Knowledge ist ja ganz groß mit Slack. Was ja auch offen ist, du kannst dich ja auch einfach Slack Knowledge schicken. Ist die Open Knowledge Foundation. Die frühere Open Knowledge Foundation, die jetzt nur noch Open Knowledge heißt. Okay. Die jetzt Open Knowledge International heißt. Also die groß, genau. Und genau, die deutsche heißt doch Open Knowledge. Die heißen noch Open Knowledge Foundation. Achso, okay. Okay, aber ja, Open Knowledge, ja. Mhm. Open Knowledge benutzt was? Slack? Eine weitere, auch gute Plattform für Menschen, die sich darüber updaten wollen, was gerade bei der Foundation und teilweise auch bei anderen Organisationen los ist, nämlich das Metrics Meeting. Das ist ein monatliches Meeting bei der Wikimedia Foundation. Also die streamen es auch live ins Internet und man kann auch per IRC daran teilnehmen und Fragen stellen, wo es eine Stunde lang Updates aus den unterschiedlichen Abteilungen gibt. Auch die Geschäftsführerin spricht darüber, wie es welche Aktivitäten gerade anstehen und welche Richtung man gerade geht und so. Also das ist sehr interessant und gibt einem einen sehr guten Einblick auch in die Arbeitsweise der Wikimedia Foundation und bringt uns die einfach auch so ein bisschen näher, weil wir da tatsächlich richtig reinblicken können und viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen dadurch und so. Finde ich schön. Na, ich folge noch, ich kann ja nur eben nur Deutsch und Englisch, ich folge dann noch der Schweizer, Österreicher und der UK-Liste von den Chaptern, wo auch dann, gerade in der UK-Liste wird viel gepostet über Projekte, die gerade so passieren. Ja, stimmt, der folge ich auch. Achso, der Signpost natürlich kann man auch lesen, aber die Signpost ist bemerkenswert fokussiert und zentriert auf die englische Wikipedia und ist immer so gefühlt einmal im Monat gibt es dann auch wird auch über Dinge berichtet, die außerhalb der englischsprachigen Wikipedia funktionieren. Aber so ungefähr ist das, das
wir haben jetzt quasi schon eigentlich die wichtigsten Kommunikationskanäle erwähnt. IRC ist irgendwie ziemlich aus der Mode gekommen. Das ist echt bemerkenswert. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe mit der Wikipedia und so, war das noch sehr, sehr lange en vogue. Aber durch die Veränderung, durch technische Neuerungen, dadurch, dass viele inzwischen noch auf dem Handy online sind, ist IRC irgendwie echt altmodisch geworden. Dann gibt es noch regionale Konferenzen. Hatten wir im Vorgespräch gesagt. Was hat es damit auf sich? Es geht darum, dass wie man anfangen. Also es gibt die Wikimania seit 2005 und die wechselt ja jedes Jahr nicht nur das Land, sondern sollte eigentlich auch immer nur den Kontinent wechseln. Das heißt, jedes Jahr können bestimmte Menschen eher zu dieser Wikimania fahren und andere wiederum nicht, weil es sehr, sehr teuer ist, dahin zu reisen. Das ist also deswegen ist man nach und nach auf die Idee gekommen, okay, lass uns doch mehr regionale und vielleicht sogar nationale Konferenzen machen. Die erste, meines Wissens, die erste regionale Konferenz war die IberoConf 2013 oder 14. Das heißt nämlich, im Rahmen des Wikimedia Movements, im Rahmen dieses Netzwerks von 110 Organisationen, von denen wir dir erzählt haben, haben sich inzwischen auch regionale Gruppen gebildet. Regionale Gruppen, die einfach gut zusammenarbeiten, aufgrund dessen, dass sie vielleicht eine Sprache teilen oder dass sie ähnliche Sozialisation haben, also ähnlichen kulturellen Hintergrund haben. Und diese Gruppen sagen, okay, untereinander können wir noch besser uns austauschen und noch besser voneinander lernen. Und das heißt, diese Gruppen haben sich dann irgendwann nicht mehr nur noch virtuell getroffen oder bei der Wikimania oder der Wikimedia Conference, sondern haben gesagt, okay, wir haben Zeit, Lust und es besteht auch die Notwendigkeit, sich einmal im Jahr zu treffen. Mhm. Ja, also das ist 2030, ich glaube, mir fällt gerade sogar ein, es ist sogar noch früher, weil das erste CE-Meeting war schon 2013 und ich bin der Meinung, dass IberoConf davor war. Egal, also das heißt, die zwei bekanntesten Gruppen, die es da gibt, ist IberoCorp, das ist das Netzwerk der Wikimedia-Organisationen und Gruppen mit lateinischen Sprachen, muss man eigentlich sagen. Also sind es Organisationen, die Spanisch haben als ihre Muttersprache, Portugiesisch und Italienisch. So, das heißt, also da ist gesamt Lateinamerika dabei, da ist New York dabei, da ist Portugal dabei, da ist Spanien dabei, da ist Italien dabei und da ist auch die Schweiz dabei. So, das ist so ein Netzwerk. Es ist also sehr fokussiert auf Lateinamerika. Dann hast du Central Eastern and European Groups, das ist also CE, das ist das, was Nikola Kaltschew in einem vorherigen Podcast dir schon erzählt hat. Und inzwischen haben sich auch noch zwei weitere gegründet. Das eine ist Wiki Arabia, das heißt, es sind Wikimedia-Organisationen und Gruppen drin, die in arabischsprachigen Ländern arbeiten. Das ist also der gesamte Maghreb und Libanon und Jordanien und so weiter. Die haben auch bereits zwei regionale Konferenzen gehabt und jetzt ist auch wieder die nächste regionale Konferenz, die stattfinden wird, ist Wikiindaba. Das ist die Wikimedia-Konferenz der afrikanischen Organisationen und Gruppen. Wie heißt das bitte? Wikiindaba heißt das. Indaba. Indaba, genau. Wiki okay. Wie Wiki und dann Indaba. Mhm. Genau, das heißt, es gibt inzwischen so eine ganze Reihe von regionalen Konferenzen. Die sind meistens kleiner, da sind meistens nicht mehr als 100 Menschen, manchmal sogar weniger, also 50 bis 100 sind eigentlich dabei, würde ich sagen. Und da geht es noch stärker als jetzt bei der Wikimedia Conference oder vor allem noch stärker als bei der Wikimania ganz stark um Austauschen und Lernen und auch ganz stark neue Ideen entwickeln und gemeinsam Dinge machen. Also das, was dir Nikola erzählt hat, also 100 Wiki Days ist nicht tatsächlich aus CE, sondern es ist ja eigentlich eine Initiative von Vasya, also aus Benutzerin Spirishia, Bulgarin. Aber was sehr, sehr, was ein CE-Projekt ist, ist ein der osteuropäische Schreibwettbewerb CE Spring. Also da wurden über Lügen 2-3 Monate 10.000 Artikel geschrieben.
Und das wurde halt gemeinsam vorbereitet und da wurden gemeinsam Preise ausgelobt und so weiter und so fort. Und es ist also ein Wettbewerb gewesen, der halt von auch in Deutsch stattfand. Also Wikimedia Österreich hat das auf der deutschen Sprache beworben bis Usbekisch und ja, ich glaube sogar auf Farsi fand das auch statt. Naja, cool. Jedenfalls so. Das ist. Wie passt denn die Wikicon da rein? Eine Wikicon, die deutschsprachige Wikicon ist ja eine nationale Konferenz eigentlich, aber dadurch, dass wir nun drei Länder haben, in denen Deutsch gesprochen wird, ist es also eine kleine regionale Konferenz. Du könntest es auch als regionale Konferenz zählen, wenn du das so möchtest. Der Unterschied ist aber, Wikicon ist sehr, sehr stark community-basiert. Das heißt, da bekommen ganz viele Wikipedianer und ganz viele Menschen, die bei Wikimedia Commons arbeiten. Und da steht die Organisation nicht im Vordergrund. Mhm. Während bei Wiki Indaba oder IberoConf oder bei dem CE-Meeting Organisation ganz stark im Fokus steht. Mhm. Jetzt war doch in San Diego auch so eine Konferenz. Wie hieß die? Das ist die Wiki Conference North America. Die hieß ursprünglich mal WikiCon USA, weil sie halt nur für amerikanische, US-amerikanische Wikipedianerinnen und Wikipedianer war. Und dann hat man gesagt, das ist eigentlich ziemlich doof, sondern wir wollen es eigentlich ein bisschen erweitern. Und deswegen hat man daraus Wiki Conference North America gemacht und hatte auch einen spanischsprachigen Tracks. Da kamen dann auch sehr viele Menschen aus Mexiko nach San Diego, weil ich meine, San Diego ist um die Ecke, also nicht nur um die Ecke, es ist an der Grenze zu Mexiko. Insofern war das auch sehr bewusst gewählt. Ist das eher Community oder eher Organisations? Das ist auch eher Community. Also Organisationen spielen da nur eine geringere Rolle. Mhm. Gibt es sonst noch Konferenzen, die wir jetzt nicht genannt haben? Es gibt einerseits viele noch nationale Konferenzen, ne? Also für die einzelnen Communities und so. Also jetzt fand im 2016 fand die erste frankophone Wiki-Convention statt in Paris. Genau, das hat Siko erzählt, ja. Genau, da kamen Menschen aus Kanada, da kamen sehr, sehr viele Franzosen, aber da kamen auch Menschen aus Senegal und der Elfenbeinküste und so weiter und so fort. Das ist eine, und das sind jetzt quasi alles Konferenzen mit regionalem oder sprachlichem Fokus, um das jetzt mal versuchen zu kategorisieren. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Konferenzen und größeren Treffen, die thematisch orientiert sind. Also das heißt, es gibt zum Beispiel eine EduWikiCon heißt sie, glaube ich, EduWikiCon. Das heißt, da geht es ganz stark um Bildungsthemen. Wie kann man Bildung und Wikimedia eigentlich besser miteinander zusammenbringen, also von Bildungsinstitutionen wie Universitäten, Schulen und andere. Und dann gibt es relativ regelmäßig das Glam Camp oder Glam Conference oder wie immer sie dann heißen. Und das heißt, da geht es ganz stark darum, wie kann man Kulturinstitutionen oder Gedächtnisinstitutionen eigentlich mit Wikimedia zusammenbringen. Und die Diversity Conference findet nächstes Jahr in Stockholm in Schweden statt. Da geht es tatsächlich darum, wie kann man eigentlich unterrepräsentierte Gruppen stärker in die Wikimedia-Netzwerk oder in die Wikimedia-Projekte reinbringen, weil wir wollen ja das Wissen der gesamten Menschheit sammeln und wenn aber 80% der Wikipedianer männlich sind, dann haben wir vielleicht gar nicht das gesamte Wissen der Menschheit, weil auch die nicht alles schreiben können. Sehr cool, von der Konferenz hatte ich noch nichts gehört. Genau, die letzte fand, glaube ich, 2013. Nicole weiß es gerade, glaube ich, auch nicht. 12 oder 13. Ich glaube, wir haben der Wikimedia Deutschland auch eine ausgerichtet in Berlin, aber genau, das stand in den letzten Jahren nicht mehr so stark im Fokus, aber jetzt hat Wikimedia Schweden den Ball wieder aufgegriffen. Okay, jetzt steht bei mir hier noch im Notizblock Chapters Dialog. Ah. Na dann gebe ich mal das nicht vorhandene Mikro gebe ich mal wieder an Nicole zurück. Hast du eine konkrete Frage oder soll ich einfach anfangen zu erzählen? Tu mal so, als ob ich nichts davon wüsste. Ah, okay. Chapters Dialog ist ein Projekt, was ich bei Wikimedia Deutschland 2013, 2014 durchgeführt habe. In der Zeit gab es eine große Verunsicherung und so ein Mangel an Klarheit und Vertrauen
im Movement, und zwar zwischen den Wikimedia-Organisationen und der Wikimedia Foundation. Also dieses Verhältnis war wirklich geprägt von Misstrauen und von komischen Geschichten aus der Vergangenheit, und irgendwie befanden sich alle in so einem Status des, ja, wir können irgendwie gar nicht so richtig zusammenarbeiten, wie wir eigentlich wollen, aber keiner hatte irgendwie eine Lösung dafür, oder einen gemeinsamen Ansatz, wie können wir jetzt eigentlich mal aus dieser komischen Starre herauskommen und besser gemeinsam arbeiten. Wo könnte da eine Lösung sein? Und aus dieser Situation heraus haben wir bei Wikimedia Deutschland gesagt, okay, vielleicht fragt einfach mal jemand die ganzen Organisationen, was eigentlich deren Vorstellung von einer guten Zusammenarbeit ist, ihren Rollen im Wikimedia Movement, wie sie zusammenarbeiten möchten und was eigentlich sie daran hindert, gut miteinander zu arbeiten. Und ich habe dann jemanden eingestellt, Kira Krämer, die eine Expertin für Design Thinking war, also einer userzentrierten Methode für Befragungen und für ein Forschungsprojekt. Und habe dann mit ihr zusammen, also sie hat ungefähr 100 Menschen aus dem Movement interviewt, und zwar zu deren Geschichte, zu deren Leidenschaft fürs Wikimedia Movement, zu deren Arbeit in ihren jeweiligen Organisationen und zu ihrer Vorstellung von einem idealen Wikimedia Movement sozusagen, und eben ganz viel auch zu ihren Herausforderungen, die sich in ihrer tagtäglichen Arbeit stellen. Und wir haben gesprochen mit Menschen aus den Chaptern, mit Menschen aus der Wikimedia Foundation und mit Menschen aus den Komitees, die Cornelius vorhin auch schon mal vorgestellt hat, um nicht nur die Chapter selber zu befragen, sondern auch deren Anspruchsgruppen oder Stakeholder. So, und sind dann, Kira ist ziemlich viel gereist, auf Konferenzen gefahren, hat wirklich persönlich mit den Menschen gesprochen, sie lange interviewt und versucht, ja, möglichst viel aus den Menschen herauszubekommen. Und wir haben, das Besondere an diesem Ansatz war halt auch, dass wir gesagt haben, wir interviewen die Menschen und dann passen wir gegebenenfalls den Fragebogen oder unsere Methode immer wieder iterativ daran, was die Leute uns im Laufe der Gespräche erzählen und wie kommen wir zu einem Ergebnis. Es war war eigentlich ein Prozess, der erst nach und nach und selber auch klar wurde, ehrlich gesagt. An uns sind dann immer wieder Leute herangetreten, die gesagt haben, ja, wie ist denn jetzt euer Ergebnis und wie ist jetzt die Lösung für unsere ganzen Probleme? Und wir sind erstmal hingegangen, haben eine Landkarte des Movements und der ganzen Herausforderungen und Erkenntnisse erstellt. Man kann diesen gesamten Bericht auch auf Meta einsehen und lesen. Der hat 60 Seiten, es gibt dazu auch noch ein Video, es gibt auch eine kurze Zusammenfassung, die nur eine Seite lang ist. Und wir haben aber gesagt, wir können nicht einfach so hinkommen und sagen, wir haben jetzt hier eine Lösung für alle Probleme gefunden oder auch nur eine mini kleine Lösung für eins der Probleme, sondern haben gesagt, es wäre eigentlich jetzt leichtsinnig an so einem Punkt einfach nur zu sagen, okay, wir müssen einfach nur die und die Sachen verändern, dann wird schon alles gut, sondern haben gesagt, eigentlich muss dieses Movement sich bestimmten Fragen stellen und muss Antworten auf diese Fragen finden, um dann am Ende wirklich mit voller Kraft für freies Wissen arbeiten zu können. Und diese Fragen, also die Fragen waren tatsächlich das Ergebnis, also wir sind mit Fragen gestartet und sind auch mit Fragen geendet sozusagen, die waren das Ergebnis und unsere Erkenntnis aus diesem gesamten Prozess. Und ich sag mal kurz, also die Fragen sind solche Fragen wie, was ist eigentlich die Rolle der Wikimedia Foundation? In welcher Struktur oder in welchem Rahmen soll dieses Movement arbeiten? Oder welches ist der beste Rahmen für dieses Movement, um gemeinsam besser zu werden und besser zu arbeiten? Wie funktioniert eigentlich die Geldverteilung im Movement? Und wo kommt das Geld eigentlich her? Und wo geht's hin? Und wie können wir zum Beispiel auch den Impact dieses Movements besser definieren? Das hatte Cornelius ganz am Anfang schon mal gesagt. Heißt unser Impact auf die Gesellschaft, wir haben jetzt so und so viele neue Wikipedia-Artikel geschaffen, oder heißt der Impact, wir haben irgendwie Gesetzesänderungen herbeigeführt
Und wie können sich diese verschiedenen Verständnisse von Impact eigentlich auch miteinander ergänzen? Und damit im Zusammenhang steht eigentlich die Frage, die meiner Meinung nach auch über allem steht, wie versteht sich eigentlich unser Movement? Also verstehen wir uns als Movement, was eine Webseite betreibt oder mehrere Webseiten betreibt, oder als ein Movement, was die Gesellschaft verändern möchte, indem es freies Wissen für jeden Menschen auf dieser Welt zur Verfügung stellt. Und das also der Vorteil ist, mit diesen Fragen oder diesen Bericht geschrieben zu haben oder veröffentlicht zu haben, ist, wenn jemand Probleme findet oder sagt, er möchte jetzt eine Diskussion starten, weil wir mussten schon mal drüber reden, soll das eigentlich die Argumentationsgrundlage sein. Das heißt, jeder kann sagen, hey, das ist steht aber in diesem Bericht von 2014 und wir haben bisher immer noch nicht drüber geredet. Genau. Hm? Und da sind wirklich super viele Leute auch danach zu uns gekommen und haben sich bedankt und haben sich darüber gefreut und haben zwar auch gesagt, da steht jetzt nicht, das ist not rocket science, also da stehen jetzt nicht die absolut mega neuesten Erkenntnisse drin, aber noch niemand hat diese Situation so analysiert und niedergeschrieben und hat uns so geholfen, bestimmte Themen eben aufs Tableau zu bringen. So, diese Fragen, wir haben damit geendet, teilweise waren die Leute auch so ein bisschen so, ja, was, jetzt haben wir hier weitere Fragen, wie gehen wir jetzt damit weiter vor, also das hat auch war dann auch schon wieder kontrovers an sich. Und wir haben aber gesagt, okay, jemand muss jetzt hier Verantwortung übernehmen und die Fragen angehen und beantworten. Und dann ist eigentlich erstmal 3 Jahre lang nichts passiert, ehrlich gesagt. Also die Fragen sind 3 Jahre alt. Man hat sich dann irgendwie anderen Themen gewidmet und anderen Herausforderungen, aber die Fragen stehen nach wie vor aus meiner Sicht immer noch so aktuell da. Deswegen habe ich mich ganz besonders gefreut, als dann bei der Wikimania dieses Jahr in Italien das Board der Wikimedia Foundation angekündigt hat, okay, wir gehen jetzt einen großen Prozess an, der dazu dient, eine Movement-Strategie zu definieren in einem partizipativen Prozess, wo wir so viele Menschen wie möglich beteiligen möchten und wo wir dann am Ende einfach klarer sehen, in welche Richtung wir uns als Movement eigentlich weiter bewegen wollen und wie wir zusammenarbeiten können. Und ich bin im Moment so optimistisch, dass ich davon ausgehe, dass die Fragen, die wir damals aufgeworfen haben, im Rahmen dieses Prozesses, der halt wahrscheinlich ein sehr langwieriger Prozess auch sein wird, beantwortet werden oder wir zumindest näher dahin gekommen sind, die Fragen beantworten zu können, sagen wir es mal so. Genau, das können wir es auch gleich vorweggreifen. Es ist somit eine der Fragen, die uns, nachdem wir jetzt die ganze Zeit über unsere bisherige Arbeit gesprochen haben, ist eine der Fragen, die uns auch im kommenden Jahr besonders stark beschäftigen wird. Das heißt, wie wird dieser Strategieprozess aussehen? Wie können wir Teil dessen sein? Was bedeutet letztendlich auch die Ergebnisse für uns? Genau. Und wir wollen da eigentlich so viele Menschen wie möglich mit einbeziehen. Das heißt jetzt nicht nur unser Präsidium oder unseren Vorstand oder unsere Kolleginnen und Kollegen, sondern es geht auch ganz stark darum, wie können wir eigentlich die deutschsprachigen oder in unserem Fall vielleicht eher die deutschen Communities mit einbeziehen in diesen Prozess. Die Frage ist, jetzt Wikipedia ist jetzt 15 Jahre alt geworden oder es ist jetzt demnächst sogar bald 16 und wir haben schon ganz schön viel erreicht. Ne? Also es ist schon ein krass cooles Projekt oder also eine krass coole Anzahl von Projekten. Aber wo sollen wir denn in 15 Jahren stehen? Das ist so mit eigentlich eine der Hauptfragen dahinter. Wie soll das aussehen? Wie soll die Wikimedia-Welt in 15 Jahren aussehen? Nicht so leicht zu beantworten. Ich stelle ja die Frage manchmal auch so. Dann wird immer so was von Video erzählt und von Mobilgeräten. Aber das ist auch, ja, das ist eigentlich nicht die Antwort. Das sind immer so kleine Schritte, was so als nächstes passiert. Aber in 15 Jahren, wenn man jetzt 15 Jahre zurückdenkt, hoffe ich doch, dass das jetzt nicht stagniert, sondern dass erheblich was passiert. Ich bringe mal ein ganz schönes Beispiel, wenn es darum geht, auch zu zeigen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen auch im Movement an solche Fragen sein können. Ne? Wir hatten mal bei der Wikimedia Conference, ich glaube vor zwei Jahren eine Session auch zu dem Thema, wie kann unser Movement eigentlich in 10, 20 oder 30 Jahren aussehen. Und ich habe dann so ein bisschen erzählt, habe gesagt, ja, in 20 Jahren stelle ich mir, oder von mir aus auch in 30 Jahren, stelle ich mir vor, dass freies Wissen eigentlich ubiquitär ist und Standard. Also
so wie, also in 30 Jahren muss ich mich eher rechtfertigen dafür, wenn ich an meine Werke noch ein Copyright dran pappe. Ja, also alles Wissen ist sozusagen standardmäßig frei um uns herum. Ist auch unklar, brauchen wir dann noch so ein Tool wie Wikipedia oder haben wir nicht Wissen sowieso verfügbar, egal über welche Plattform und egal über welches Tool sozusagen. Und wie gesagt, es wird einfach Standard sein und man muss sich dafür rechtfertigen, wenn man es irgendwie andersrum machen will. Das war so eine Sichtweise, über die wir diskutiert haben. Und die andere, und andere Menschen haben dann Input gegeben und haben gesagt, ja, in 15 Jahren stelle ich mir vor, dass Wikipedia benutzerfreundlicher ist. Punkt. Das war halt so ein bisschen, okay, ja, je nachdem, wie weit man eben diese Strategie denken will und wie weit wir als Wikimedia auch so eine Strategie denken wollen. Wenn ich jetzt sage, freies Wissen für alle auf der ganzen Welt, dann ist ja Wikimedia nicht der einzige, die einzige Kämpferin auf diesem Weg, sondern wir sollten eigentlich eine Koalition für freies Wissen, oder aus meiner Sicht, ne, eine Koalition für freies Wissen mit ganz vielen anderen Partnerorganisationen gründen, die dann eben darauf hinarbeiten, auch diese Vision, die ich da gerade geschildert habe, so wie zum Beispiel die Umweltbewegung irgendwie aus den 70er, 80ern, über die man ja früher auch so ein bisschen gelacht hat, ne? Diese komischen Leute da mit den langen Haaren und so. Und Strickpullis. Genau, und Strickpullis und so. Und die haben sich aber zusammengeschlossen und haben einfach nicht aufgegeben, immer weiter diese Themen auf die Agenda zu pushen und sowohl auf die öffentliche Agenda in der Presse und so weiter, aber auch auf die politische Agenda. Na gut, dann gibt's ja mittlerweile sogar Parteien, die sich dafür einsetzen. Und mittlerweile ist halt Umweltschutz und Recycling auch um uns herum ständig. Also ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Ist auch Default, wenn du jetzt halt eine normale Glühbirne kannst du gar nicht mehr kaufen. Also Energiesparglühbirnen sind Default, jetzt mal nur so als Beispiel. Und so stelle ich mir eigentlich auch eine Koalition für freies Wissen und ja, ein Wikimedia-Movement in der Zukunft vor. Ist schön, dass dass mal über eine Strategie gesprochen wird. Es ist auch etwas, was in Wikimedia Deutschland, glaube ich, ansteht. Meinst du, dass das unterschiedliche Ergebnisse haben könnte, wenn jetzt eine Strategiediskussion in Deutschland und jetzt insgesamt im Movement passiert? Also, klar, unterschiedliche Ergebnisse kann es überall geben, kommt immer darauf an, wie man, mit welchen Fragen man auch da herangeht. Für uns, weil wir in Deutschland, steht ja tatsächlich auch in nächster Zeit, und ich sage bewusst nächster Zeit, weil also im nächsten Jahr oder darauf folgend, oder ja, im nächsten Jahr an, unseren Strategieprozess nochmal aufzurollen. Und ich arbeite auch eben mit unserem Präsidium daran, oder ich, im Moment laufen dazu erste Gespräche, also wie können denn diese Strategien überhaupt ein bisschen miteinander verflochten werden? Dazu kann man im Moment noch nicht viel sagen, weil noch unklar ist, wie überhaupt diese Movement-Strategie aussehen wird. Also im Moment kann man dazu eigentlich noch nicht wirklich eine Aussage treffen. Im Optimalfall greifen die irgendwie ineinander. Und das Schöne dabei ist ja, dass Wikimedia Deutschland nicht die einzige Organisation ist, die sich diese Frage stellt. Mindestens mal die Wikimedia Foundation, aber auch viele der anderen Organisationen müssen sich ja die Frage stellen, okay, wir haben hier eine Movement-Strategie, was heißt denn diese Movement-Strategie dann für uns als lokale oder auch globale Organisation und wie können wir unseren Part in dieser Movement-Strategie oder in diesem Movement dann eben erfüllen und einnehmen. Deswegen, ich sehe das jetzt nicht so als so konfliktär, sondern eher komplementär. Ich sehe es auch nicht konfliktär. Ich dachte nur, dass unterschiedliche Blickwinkel auch unterschiedliche Ergebnisse bringen oder vielleicht auch gleiche Ergebnisse, weil es letztendlich um freies Wissen, Zusammenarbeit und so geht. Ich glaube, vom Ziel wird es in die gleiche Richtung gehen, aber es kann sein, dass es da eine Herangehensweise sein wird. Genau, es kann eine andere Herangehensweise sein und man muss ja auch immer noch dazu sagen oder dazu sehen, dass für Wikimedia Deutschland ist dieses Movement und die Foundation einer der wichtigsten Stakeholder, oder der wichtigsten Partner und Anspruchsgruppen. Aber natürlich gibt es für uns auch noch hier, zum Beispiel in Deutschland, weitere Anspruchsgruppen darüber hinaus. Also wie arbeiten wir irgendwie mit der Politik und mit der netzpolitischen Szene hier zusammen? Wie arbeiten wir mit Gedächtnisorganisationen zusammen? Und wo können wir da bestimmte, sage ich mal, Lücken füllen? Oder wie arbeiten wir auch mit anderen Organisationen wie zum Beispiel der Open Knowledge Deutschland zusammen oder mit Mozilla, mit Creative Commons, die auch alle
auf einer ähnlichen, oder mit Netzpolitik, die auch alle auf einem ähnlichen, mit einem ähnlichen Ziel und mit einer ähnlichen Mission arbeiten. Und wo können wir uns da irgendwie am besten ergänzen? Also, ja. Die Wikimedia Foundation spielt ja schon eine Sonderrolle im Wikimedia Movement. Wie ist denn so die Wahrnehmung, sag mal so, über die Organisation hinweg? Ist Wikimedia Foundation, ist es eigentlich eine gleichwertige, bloß eben eine, die sich um das Miteinander kümmert, der Chapter der Organisation? Ist es eine übergeordnete Organisation? Oder, ja, also so, ich kann mir nicht so richtig einen Reim drauf machen, wie damit umgegangen wird. Das sind sehr gute Fragen, Sebastian, und deswegen ist auch, also eine der Fragen, mit denen wir den Chapters Dialog abgeschlossen haben, ist ja eben auch, was ist eigentlich die Rolle der Wikimedia Foundation? Und du kannst halt 10 Leute im Movement fragen und die werden dir 15 verschiedene Meinungen dazu dazu sagen oder Einschätzungen. Deswegen, es kommt immer, also es ist wirklich ein super komplexes Thema. Ne? Die haben ja unterschiedliche Hüte auf, die betreiben die Seiten, die sind rechtlich dafür haftbar. Wir haben mit denen verschiedene Agreements, also ein Chapters Agreement. Wir können die Marken benutzen und können uns eben Wikimedia Deutschland nennen. Wir haben mit denen auch Fundraising Agreements. Dann arbeiten wir aber auch partnerschaftlich mit denen zusammen, werden von denen unterstützt. Sie unterstützen finanziell und auch mit Trainings die anderen Wikimedia-Organisationen und die Communities. Und sie sind natürlich auch Grant Maker, also sie sind diejenigen, die Spenden einsammeln größtenteils und dann eben auch wieder verteilen im Movement. Und die Frage, haben die jetzt eine zentrale Rolle? Sind die irgendwie die Mutterorganisation? Also im Chapters Dialog haben auch ganz viele gesagt, das ist eher die Schwiegermutterorganisation oder so. oder sind sie eigentlich eher Wikimedia USA und nicht eine globale Organisation? Also diese Fragen müssen sich ja auch. Und ich glaube, die Fragen werden jetzt auch in dieser angehenden, kommenden Strategie so ein bisschen geklärt, weil teilweise hat die Foundation einen starken Fokus auf die englischsprachige Wikipedia und die englischsprachigen Communities, ist aber eigentlich ja keine US-Organisation, die sitzt halt nur rein zufällig in den USA, weil sie damals halt da gegründet wurde. Die könnte aber auch überall anders auf der Welt sitzen und hat eben eher einen globalen, koordinierenden und unterstützenden Ansatz im Optimalfall. Anspruch auf jeden Fall. Ja, genau. Könnt ihr mir helfen mit dem Public Domain Day? Ich habe gemerkt, also ich interessiere mich schon eine Weile dafür und wollte endlich mal an so einer Veranstaltung teilnehmen, um dann festzustellen, dass das gerade irgendwie einschläft. Public Domain Day, für die Zuhörer, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, das ist der Tag, ist der 1. Januar, wo gefeiert wird, dass alle Werke von Autoren, die im Vorjahr, also seit 70 Jahren tot sind, dass deren Werke in die Gemeinfreiheit übergehen. Nun will ich gern bei Wikimedia Deutschland in einem Geschäftsraum in Berlin so ein Katerfrühstück um 15 Uhr machen, wo man sich halt einen Editathon macht, das heißt die Artikel von diesen Leuten verbessert, wo man sich vielleicht auch vorliest aus den Werken, die jetzt gemeinfrei geworden sind, vielleicht auch Musik anhört, die gemeinfrei geworden ist. Wie schaffe ich es, andere Organisationen anzusprechen? Meinst du jetzt mit anderen Organisationen, andere Wikimedia-Chapter, die da auch? Ja, auch befreundete Organisationen. Also welche Knöpfe muss ich drücken, damit ich habe jetzt versucht, die selber anzuschreiben, so privat. Ich bin Mitglied bei Digitale Gesellschaft und schreibe an info@digitalegesellschaft, aber die Mail ist zurückgekommen. Also offensichtlich funktioniert der Weg nicht. Was wären denn? Nee, habt ihr jetzt so aus dem Ärmel eine Idee? Langfristiger Plan vermutlich. Also langfristiger Plan ist es, langfristiger zu planen. Also tatsächlich ist einfach, du musst dir vorstellen, in der nächsten Woche sind die meisten auch alle schon im Urlaub. Es ist einfach die Woche vor Weihnachten. Das ist einfach viel zu knapp, um überhaupt noch irgendwas hinzubekommen. Plus das Problem, dass es der 1. Januar ist. Der 1. Januar ist ein Feiertag. Ich kann ja auch sagen, das ist aber auch bei uns jetzt in den Geschäftsräumen, in der Geschäftsstelle in Berlin, schwierig, eine Betreuungskraft für den Abend oder für den Nachmittag zu finden, weil alle sagen, es ist 1. Januar, da kater ich noch aus, weißt du? Deswegen, also
Also wir können nächsten Jahr gerne, also für den Jahreswechsel 2017, 2018, können wir gerne darüber reden, vor allem langfristiger, und schauen, wie man das vielleicht auch parallel mit anderen Organisationen machen kann. Da muss man einfach im Vorhinein besser mit denen reden und denen vor allem auch die Bedeutung dessen klar machen. Was ich dir raten würde, was sehr, sehr cool wäre, ist, wenn du vor allem den Jahreswechsel 2018, 2019 im Blick hast, weil dann endet nämlich ein in den 80er Jahren beschlossenes Urheberrechtsverlängerungsgesetz oder Schutzdauer in den USA, wo die das ja die Schutzfrist von 70 auf 95 Jahren ausgedehnt haben. Und damit werden auf einmal gigantische Masse an Werken von US-amerikanischen Autorinnen und Autoren gemeinfrei. Und das solltest du, wenn dir das so wichtig ist, was wir beide, glaube ich, auch sehr toll finden, dann solltest du das jetzt schon im Blick haben und gucken, wie kannst du deinen Jahreswechsel 2018, 2019 da gestalten. Da kann man garantiert, das kann ich dir jetzt schon sagen, garantiert sehr gut mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, weil das nochmal auch, das kann man auch politisch sehr gut nochmal verwerten. Was heißt das? Was heißt eigentlich Verlängerung von Schutzfristen und so? Das ist, lass uns daran arbeiten, aber nicht jetzt für den Jahreswechsel 2016, 2017, weil das ist einfach unglaublich knapp, sage ich dir. Das ist klar, aber das ist ja quasi jetzt langfristig in 2 Jahren. Das zu haben. Man sollte jetzt schon anfangen, die Strukturen aufzubauen. Ich werde mich wahrscheinlich mit 3-4 Leuten doch irgendwie treffen. Es geht ja nur darum, irgendwie erstmal zusammenzukommen und dann zu gucken, was man zu machen. Ich arbeite schon wild an den Listen von der Autoren, die jetzt gemeinfrei werden. Wobei ich da jetzt auch noch immer versuche, hinterher zu verstehen, wie das mit diesen mit dem Gemeinfreiwerden ist. In manchen Ländern gelten ja 50 Jahre. In der Sowjetunion gibt es nochmal was mit 1923 so, oder Russland. Ja, es ist sehr verworren und man muss sich wirklich reinknien. Das ist jetzt nichts, was man ad hoc machen kann. Ja, aber das ist ein guter Punkt. Du kannst sagen, krass, und das ist ja, wie komplex ist Urheberrecht eigentlich und wie wirr sind eigentlich Schutzfristen? Und da ist endlich mal ein Tag, an dem zufälligerweise nun sehr viele Werke gemeinfrei werden. Wir müssen dafür eigentlich kämpfen, als Wikimedia und du als Wikimedianer, dass mehr Werke gemeinfrei werden und vor allem auch zum Beispiel auch staatliche Werke, das kann man natürlich auch ausdehnen. Ne? Alles, was vom Steuerzahler oder Steuerzahlerin bezahlt ist, könnte natürlich auch oder sollte natürlich auch gemeinfrei sein, weil wir das bezahlt haben. Alter, die politischen Dimensionen dieses Public Domain Day sind sehr groß. Man kann da sehr, sehr viele tolle Sachen machen. Lass uns einfach im nächsten Jahr darüber reden. Das wäre jetzt mein konkreter Vorschlag. Also weil es ist jetzt schwer, dir zu sagen, schreib den an oder den an. Muss man einfach nochmal mit denen dann konkret reden, aber jetzt nicht im Rahmen des Podcasts, würde ich sagen. Nee, das nicht, aber ich wollte es nur erwähnen, dass die Zuhörer auch vielleicht Lust kriegen und auch verstehen, worum es geht. So, jetzt haben wir fast eine Stunde rum. Nee, wir haben schon eine Stunde rum. Jetzt sagt ihr noch schnell, was noch kurzfristig ansteht. Was macht ihr jetzt noch? Passiert noch irgendwas dieses Jahr? Ich kann dir sagen, dass ich heute Abend Feierabend habe und dann in den Urlaub gehe. Ja, sehr gut. Also meine letzten Arbeitsstunden vor dem Urlaub. Nicole ist noch 2 Tage. Zwei Tage länger arbeitet sie. Wir ziehen gerade noch unsere Planung für die Wikimedia Conference, die ja Ende März stattfindet. Gehen noch einmal durch, ob wir alle Fristen einhalten, wie wir genau mit der Programmplanung weitermachen. Genau, wir haben dann heute noch einen Call, zum Beispiel mit 3 Mitarbeiterinnen der Wikimedia Foundation, um zu klären, wie die eigentlich an der Wikimedia Conference, an der Programmplanung teilhaben können und so. Das ist so ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir haben ständig solche Videokonferenzen, Videoschaltungen mit Menschen aus San Francisco oder so, um ständig uns abzuklären, wer wie was macht, so. Das machen wir zum Beispiel heute noch. Und dann starten wir hoffentlich gut erholt ins neue Jahr an der 2. Januarwoche. Na dann, wünsche ich schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Danke, dir auch. Ja, tschüss. Tschüss. Schickt noch die Musik, ne? Machen wir. Ciao. Ciao. Ciao.
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.